Right on. Ja, hallo Braunschweig und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 17. Mahnwache hier auf dem Schlossplatz. Jawohl, ich glaube, das ist auch ein Applaus wert. 17. Mal stehen wir schon hier und wir bleiben hier stehen. Wir bleiben hier stehen so lange, bis wir die Gesellschaft zum Frieden verändert haben. Ich möchte gerne erstmal ein paar organisatorische Dinge loswerden. Ich weiß nicht, gibt es Menschen, die heute neu hier sind, die noch nie bei der Mahnwache dabei waren? Gibt es welche? Da hinten. Da hinten, da, okay. Herzlich willkommen. Also wir stehen jeden Montag hier, 18 Uhr. Und wir haben auch ein offenes Mikro, das heißt also, wer eventuell im Laufe des Abends hier gerne auch nochmal etwas loswerden möchte, bitte kurz melden. Der hat hier auch die Möglichkeit, das Mikro zu bekommen. Und unsere Mahnwache ist offen für alle Menschen, egal welche Religion, egal welche Nationalität. Das spielt hier keine Rolle. Wer als Mensch kommt, ist hier immer herzlich willkommen bei uns. Ja, ist wieder einiges in der Organisation. Hi! Hallo, kleiner Mann. Zum einen ist Alan, also Olli, der ist heute in Hannover. Es geht darum, das nochmal ganz genau abzuklären bezüglich einer Spendenaktion, einer Sammelaktion für die Ukraine. Und zwar geht es hier insbesondere für ukrainische Kinder, Spielzeuge zu sammeln, weil die Kinder dort drüben haben es zurzeit sehr schwer, haben zum Teil nichts, sind auf der Flucht und wir wollen einfach den Kindern hier eine kleine Brücke schlagen, wieder zu etwas mehr Normalität und deswegen halt diese Sammelaktion. Wir werden also dann ab nächste Woche Montag, das ist der 1. September, das ist auch der Weltfriedenstag, da komme ich gleich nochmal drauf. Da haben wir hier ab 13 Uhr schon eine große Veranstaltung, stehen wir also von 13 bis 21 Uhr nächste Woche Montag hier. Und dort werden wir also auch schon anfangen mit dem Einsammeln von Kinderspielzeugen. Wer aber auch Wintersachen hat, Winterkleidung, Wolldecken, Decken überhaupt, so alles in diese Richtung, denn wir merken es ja auch schon, es ist nicht mehr ganz so warm. Und auch dort in der Ukraine wird der Winter einziehen und viele Menschen haben es leider nicht so gut wie wir, dass sie ja, einfach sich vor die warme Heizung oder vor den warmen Ofen setzen können. Und deswegen auch die Bitte, auch in dieser Richtung, schaut einfach, was ihr erübrigen könnt, was ihr für die Ukrainer aufbringen könnt. Und was sonst auch gewünscht ist, ist Verbandsmaterial, weil das sind alles Dinge, die sehr leicht über den Zoll gebracht werden können in die Ukraine. Also keine Medikamente, solche Sachen, aber Verbandsmaterial, wie gesagt, Wintersachen oder Wolldecken und eben halt entsprechend Spielzeug. Wer dann auch dafür noch spenden möchte, ein so ein Transport, das heißt ein LKW, der hier die ganzen Sachen, es sind also vier Mahnwachen bundesweit, die sich zur Verfügung gestellt haben. Braunschweig, der Olli ist also einer dieser Personen als Sammelstelle und ein LKW wird rumfahren und wird also bundesweit die Dinge reinholen, zusammenholen und dann in die Ukraine bringen. Ein so ein Transport kostet 3000 Euro mit LKW, mit Fahrer, mit Sprit, mit allem drum und dran. Das heißt, wer auch da etwas erübrigen kann, um das ein bisschen zu supporten, dann ist auch in Ordnung. Wir sind über 100 Mahnwachen mittlerweile alleine in Deutschland. Und wenn jede Mahnwache 30 Euro zusammenbringt, dann haben wir den Transport in die Ukraine schon finanziert. Ansonsten zu verpacken, wenn es geht, bitte in Bananenkisten verpacken. Die bekommt ihr halt auch kostenfrei irgendwo in eurem Laden des Vertrauens. Und vielleicht kurz einen Zettel dran beschriften, was ist da drin in dieser Kiste. Das erleichtert also dann die ganze Organisation erheblich. Also wie gesagt, ab nächste Woche starten wir dann also damit, diese Dinge dann auch hier für die Ukraine einzusammeln.
Ja, dann spare ich an, der 1.9., das ist nächste Woche. Natürlich, wie kann es anders sein? Weltfriedenstag ist natürlich ein Montag. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir da? Das ist ja nur ein ganz besonderer Tag. Und deswegen stehen wir ab 13 Uhr nächste Woche Montag hier auf dem Schlossplatz. Haben also von 13 bis ca. 16 Uhr einen Infostand. Das heißt, wir werden hier Menschen ansprechen, wir werden Flyer verteilen, wir werden einfach zu Gesprächen halt da sein, um Menschen zu informieren. Wer Zeit und Lust hat, bitte gerne auch schon um 13 Uhr hierher kommen oder eben halt 14, 15, egal, so dann so wie ihr könnt. Einfach auch vielleicht mithelfen. Ab 16 Uhr soll dann ein Musik-Jam, ein Peace-Jam hier stattfinden, bis ca. 18 Uhr. Das heißt also, auch wenn ihr Musiker kennt, die einfach so ein bisschen mitspielen wollen, ein bisschen mitjammen wollen, ladet sie einfach ein, hierher zu kommen, nächste Woche Montag. Und dann ab 18 Uhr, ganz normal, regulär, werden wir dann mit unserer Mahnwache hier wieder weiter fortfahren. Ich denke, es ist eine ganz tolle Sache. Ich lade euch alle herzlich ein. Vielleicht auch mal so eine Möglichkeit, Weltfriedenstag ist ja nun mal was Offizielles, vielleicht dann doch den einen oder anderen Bekannten von euch, der sonst nicht unbedingt mit will, vielleicht auch mal nachmittags hinzubekommen oder sagen, guck, pass auf, da ist Musik auf dem Schlossplatz, lass uns einfach mal vorbeigehen. Ist vielleicht mal eine Möglichkeit. Dann steht ein weiterer Termin im Raum. Fabian hat ja schon da ganz großartig über den 3.10. gesprochen. Ich weiß nicht, ob er heute noch mal was vielleicht dazu noch mal sagen wird. Miller, ja, der nickt schon. Und mittlerweile haben wir, oder inzwischen haben wir auch gehört, dass am 3.10. Tag der Deutschen Einheit, da möchten wir eigentlich den Welteinheitstag draus machen. Aber was Besonderes ist, dass hier ganz in der Nähe, nämlich in Hannover, läuft Frau Merkel und der Gauf auf und dort gibt es am 2. und am 3. gibt es also dort ein großes Friedensfestival, Wiedervereinigungsfestival. Und wir sind gerade intensiv mit den Hannoveraner in Kontakt, ob wir da nicht etwas Größeres dann dort in der Nähe vom HCC, wo Merkel und Co. sich treffen, veranstalten wollen. Das werden wir sehen, wir werden heute noch auf dem Laufenden, also wie gesagt, die Gespräche laufen da gerade. Was kann man offiziell machen? Wenn wir offiziell nichts hinbekommen, dann gehen wir als Besucher hin, da sind tausende Besucher, dann sind wir jemand auch da. Dass wir ein Fähnchen dabei haben oder so, ist ja auch in Ordnung. Andere haben auch eine Fahne, eine Bierfahne, wir haben dann einen tollen Fahnen, dann passt das auch. Ja, okay, das ist dann soweit mal zum Organisatorischen. Ansonsten, ihr seht hier eine kleine Veränderung mit unserem neuen Pavillon. Auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die damit eine kleine Spende dafür gesorgt haben, dass wir weiterkommen, dass wir nicht nur hier wachsen, sondern dass das Equipment mit uns wächst und vor allem, dass wir uns so langsam mal so in Richtung Winter, Herbst, Winter auch so ein bisschen vorbereiten können. Ganz toll. Es sind neue Banner und so weiter in Planung. Also hier passiert jetzt einiges in der nächsten Zeit. Ja, da war es eigentlich soweit erstmal von mir so zum Organisatorischen hin. Wie gesagt, wer gleich noch irgendwie das offene Mikro nutzen möchte, einfach mal zu uns kommen und kurz absprechen und dann werdet ihr eingeplant, dass ihr dann auch Redezeit bekommt. Ansonsten haben wir auch noch Besuch von der Mahnwache aus Lübeck heute hier. Der Adi, der wird auch nochmal zu euch sprechen mit einem Thema. Und das ist halt auch eine ganz tolle Sache, dass also die Mahnwachen noch untereinander so herzlich und freundlich miteinander umgehen. Also wenn man irgendwo in eine andere Stadt fährt, Angela war in Koblenz gewesen die Woche, wird auch nochmal davon berichten, dann ist es so, als wenn man hier hinkommt. Also man fühlt sich sofort unter Freunden, unter Gleichgesinnten, man versteht sich und dadurch wächst die ganze Organisation nicht nur hier auf dem Platz, sondern vernetzt sich wirklich bundesweit und wie gesagt mit den ganzen anderen Städten im Ausland, Kanada, USA, Österreich, Schweiz, wird es eine riesige Organisation werden und ich freue mich schon darauf, was wir da noch alles erreichen in der nächsten Zeit.